Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Heute beschäftige ich mich mal mit der Frage, wie kann man die Vive im Liegen benutzen? Und zwar so, dass es trotzdem noch funktioniert. Das Problem bei der Vive ist ja, sobald ich mich hinlege, sprich den Kopf nach oben bewege, wandert mein Sichtfeld auch nach oben. Wie kann man das korrigieren, dass das Alte vorne, das Neue oben ist. Warum mache ich das Ganze? Ich bin übers Forum auf diese Frage gestoßen und dort ging es wirklich darum, wie kann ich einer Person, die im Bett liegt, ein VR-Erlebnis ermöglichen? Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht und gedacht, ja, Bett liegen, Film gucken war Thema gewesen, ist interessant, ja. Wie kann ich liegend vielleicht einen Film gucken? Ich weiß nicht, ob es da Software gibt dafür. Gibt es vielleicht, gibt es auch Software, um das Ganze zu manipulieren, dass man im Liegen spielen kann. Ich zeige euch heute aber eine Möglichkeit, wie ihr das selber ohne Software machen könnt und es funktioniert trotzdem. Es ist ein klein bisschen Aufwand damit verbunden, aber ihr könnt es mal ausprobieren. So haben nachher auch Leute die Möglichkeit, VR zu erleben, die vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr sitzen oder halbsitzend eine solche Brille tragen können. Das Erste, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst bei euren Roomscale, ihr wisst, was ich meine. Die schwarzen Kästchen hier. Lightroom oder, ja genau, irgendwie sowas war es. Dort habt ihr zwei, in der Regel, bei der HTC Vive. Geht an einen ran und zieht hinten den Stecker raus, sodass ihr nur noch einen dieser Roomscale Adapter im Betrieb habt. Schlussendlich sollte das Ganze in eurer VR-Applikation so aussehen, dass ihr nur noch einen Adapter seht und natürlich eure Controller solltet ihr sehen und die Brille solltet ihr sehen. Gut, der nächste Schritt funktioniert folgendermaßen. Damit ihr das besser sehen könnt, was ich mache, zeige ich jetzt mal das Wiedergabefenster. Das machen wir mal groß. Gut, jetzt habt ihr das Bild halt ein bisschen doppelt. Aber ihr seht wenigstens was. Ein Controller hat sich auch schon wieder ausgeschaltet. So, beide wieder da. Gut. Und die Vive ist auch da. Und wenn ihr euch jetzt hinlegen wollt, ne? Also ich gucke jetzt einfach mal nach oben. Was seht ihr? Die Decke. Das gleiche passiert natürlich auch in Spielen oder im Kinomodus. Ach, ich weiß gar nicht, nimmt er das Menü auch auf? Ja, na gut. Also, ich gucke mal nach oben und drücke den Knopf fürs Menü. Geht nicht, weil Menü bleibt vor mir. So, das heißt im Liegen schon mal gar nicht erst bedienbar. Was ihr macht ist, ihr geht zu dem übrig gebliebenen Roomscale. Oh Mensch, stopp, break. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das Ding heißt. Ganz simpel. Das Ding heißt einfach nur Basisstation, also die übrig gebliebene Basisstation, die an der Decke hängt. Da geht ihr jetzt hin. Und ganz wichtig ist, ich versuche das mal in einem Video Bild in Bild einzufügen, wichtig ist, dass ihr die hinten montiert habt und nicht von oben. Also da sind ja Stativadapter drin und ihr müsst schauen, dass ihr drehen könnt. So. Okay, also, was ist passiert? Ich gucke ja jetzt geradeaus und ich sehe den Boden. Wenn ich nach oben gucke, sehe ich nach vorne. Jetzt hole ich mir mal ein Kissen. Wunderbar. So nehme ich demnächst meine Videos auf. Wie ihr seht, kann ich jetzt auch im Liegen wunderbar das Menü bedienen. Und ich gehe mal in meine Bibliothek, in Videos und ich starte ein Video im Kinomodus.
Ja, da könnte ich direkt liegen bleiben. Das ist nämlich, bis auf den harten Boden, ist das sehr angenehm, jetzt diesen Film zu schauen. Und ich bin erstaunt, dass es funktioniert. Ich kann mich auch nach rechts und nach links bewegen. Ihr seht, ich kann auch mal die Größe. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen groß, das Bild für mich. Ja, jetzt ist richtig angenehm. Und ja, ich kann mich frei bewegen mit dem Kopf. So, jetzt probiere ich etwas aus, was ich vorher noch nicht probiert habe, nämlich ein Spiel zu spielen. Ach, ich glaube, jetzt habe ich vorne und hinten. Ist vorne und hinten verwechselt? Ich gucke in die falsche Richtung gerade, weil mein Boden ist andersrum ausgerichtet, als ich hier liege. Das heißt, ich hätte die Basisstation in die andere Richtung drehen müssen. Und das probiere ich jetzt auch direkt erstmal aus. Na, komm her. Es ist tricky. Es ist wirklich tricky. Er verliert ab und zu die Synchronisierung zur Brille. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich zu nah stehe. Mal gucken, ob er sich erholt. Nein, jetzt ist nämlich ein weiterer Fehler passiert. Er hat, trotzdem ich die Station gedreht habe, wieder gemerkt, wo oben und unten ist. Und das sollte er ja möglichst nicht merken. Sehr langsam drehen. Wenn ihr das zu schnell macht, dann fliegt er raus. Langsam drehen, langsam, langsam, langsam. Keine ruckartigen Bewegungen. So, ich habe alles vorbereitet. Der Winkel, der stimmt jetzt so ziemlich, dass ich im Liegen spielen kann. Und jetzt drehe ich mal ein bisschen die Kamera nach unten, damit ihr auch seht, was mit mir hier so am Boden passiert. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das ist ja doch eher außergewöhnlich. Guck mal, da sieht man wieder alles, was auf dem Sofa rumliegt, ne? Ganzer Müll hier. Okay, also, das sollte reichen. Ich versuche jetzt mal Serious Sam zu starten. Ich muss den Kopf momentan noch ein bisschen nach rechts halten. Das liegt aber einfach auch daran, wie der Raum ausgerichtet ist. Also man sollte die Raumausrichtung dann vielleicht im rechten Winkel zur Basisstation setzen, damit auch dieser Neigungswinkel nachher voll und ganz stimmt. Vielleicht, wenn man eine Matratze unter sich hat, ist es bequemer oder ein Sofa. Es ist schon mal ganz cool, ich kann die Beine nach oben legen hier. Ich habe ein Kissen. Es ist grundsätzlich sehr bequem, bis auf den harten Boden. Ist auch mal eine tolle Perspektive so. Select your weapons. Die Waffen auswählen. Okay, ich bin bereit. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Das ist witzig. Das macht Spaß, im Liegen zu spielen. Mal eine völlig neue Dimension. Ist natürlich nicht vergleichbar, als wenn man stehen würde, weil beim Stehen kann man ja doch auch noch hier dem einen oder anderen Gegner etwas ausweichen. Man fühlt sich so ein bisschen ausgeliefert hier gerade. Wie auf dem Servierteller. Na, war das schon alles? Nein, das war es nicht. Also grundsätzlich funktioniert es. Wenn man wirklich diese Möglichkeit nutzen möchte oder eben vielleicht auch einfach nutzen muss, weil man durch eine Krankheit oder vielleicht eine körperliche Behinderung nicht in der Lage ist, dieses System sitzend oder stehend zu bedienen.
aber es ist ein Gebastel. Also es ist jedes Mal, wenn ihr die Vive-Software beendet und wieder neu startet, selbst wenn ihr die Basisstation gedreht habt, erkennt er wieder von alleine, wo oben und unten ist. Ihr müsst sie immer im laufenden Betrieb ganz langsam drehen. Dreht ihr zu schnell, erkennt er das als Manipulation und euer Bild auf den Augen wird schwarz. Also, was soll ich dazu noch mehr sagen? Funktioniert. Ja, das ist eine Alternative. Ich vermute, irgendwann, oder vielleicht gibt es das auch schon, gibt es eine Software, mit der man das Ganze einstellen kann. Aber wenn man weder Software hat und das einfach mal ausprobieren möchte, ist das sicher eine einfache Variante, die jeder bei sich zu Hause selber mal testen kann. Somit verbleibe ich für heute von hier unten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und sag mal, nimmt der gar nicht auf? Nimmt das auf? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn die Kamera da oben aufgenommen hat, da leuchtet nämlich nichts rot. Das war die Brille. Doch, er nimmt auf. Oh, ich bin schon ganz blind. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.